Es ärgert mich. Ich hasse diesen blöden Counter innerhalb der Formen, dass diese scheiß Schattenformen kommen. Und jetzt alles nochmal. Oh. Ja, gehen wir. Also keine Heldenform einsetzen. Danke, ich weiß Bescheid. Danke, das können wir überspringen. Wir wissen inzwischen, wer der Gegner ist. Ich wollte gerade sagen, die Musik kann aber gerne losgehen. So ist es nicht. Okay, also keine Form anwenden. Schade, aber muss so sein. Ich weiß, dass der Luca geil drauf ist, die gerne im Bosskämpfen zu benutzen. Ich tue es nicht, weil ich habe keinen Bock, dass nochmal die Schattenform kommt. Vor allen Dingen, wenn der Fail-Counter Laszlo dabei ist. Ne? Komm schon! Haut ihn weg! Angriff! Aua! Aua! Okay, jetzt ist nur noch der Torwart da. Eieiei, aua. Sag mal, ist mal gut. Puppenspieler. Okay, so schadet er sich selber. Okay, das ist auch interessant. Angriff! Auf ihn! Bitte, Donai! Puppenspieler! Okay, paar Lebensleisten... Boah, ist aber... Paar Lebensleisten haben wir ihn schon abgeknöpft. Ungefähr die Hälfte. Puppenspieler! Schade, das kann ich nicht angreifen. Und weiter! Rauf da! Aua! Hau den weg! Eieieiei! Komm schon! Danke! Donald! Alte Säule! Okay, Puppenspieler! Puppenspieler! Und draufhauen! Aua! Dann! Gegenangriff bringt nichts. Puppenspieler! Alter! Eieiei! Schlage dich weg! Ich hab nur noch zwei Lebensleisten, also durchhalten, Jungs! Ja. Dr. Finkelstein, was haben Sie dem Vieh für Fähigkeiten gegeben? Das sieht ja gar nicht. Das soll Spielgefährte sein. Na, herzlichen Glückwunsch. Alter. Das kriegt aber von mir keine Jugendfreigabe. Also, das ist ja schon kein Spielzeug mehr. Und nochmal Puppenspieler, weil es so schön war. Danke! Und wieder war es Verschwendung, Donald. Macht nichts. Läuft trotzdem. Und jetzt die letzte Lebensleiste. Kicken wir ihn weg. Mach den kalt! Yes! Maximum HP und letzter Schlag für uns. Kugelboost für Donut und Maximum HP für Goofy und Jack. Jawohl. Sehr gut. Es läuft.
geschafft. Das Geheimnis ist gelüftet. Habt ihr den Dieb gefangen? Natürlich. Ich verstehe nur nicht, warum die Schöpfung des Doktors rumläuft und Weihnachtsgeschenke klaut. Seine Schöpfung? Der Dieb. Es war eine Marionette, die Dr. Finkelstein erschaffen hat. Der Doktor hat eine lebende Marionette erschaffen? Verstehe. Er und seine Experimente. Wie dem auch sei, Jack, ich möchte mich für deine Hilfe bedanken. Obwohl nur ich die Geschenke verteilen kann, sollst du eine Vorstellung davon bekommen, wie das ist. Nicky Graus! Alles, was die arme Marionette wollte, war ein Herz. Ho, ho, ho! St. Kirbinian, um Gottes Willen, besitzt sehr große Angriffskraft und erhöht den Schaden, den ein Kombo-Abschlussangriff verursacht, proportional zu der Anzahl der Schläge einer Bodenkombo. Okay. Klingt nach einer Angriffswaffe für mich. Interessant, dann wurde meine Schöpfung also gar nicht gestohlen, sondern ist von alleine weggerannt. Mit anderen Worten, mein Experiment war ein voller Erfolg. Nikolaus glaubt, dass sie vielleicht ausgebüxt ist, um ein Herz zu suchen. Das könnte schon sein. Im Gegensatz zu Sally habe ich sie nicht mit einem Herz ausgestattet. Aber wenn sie ein Herz wollte, warum ist sie dann rumgelaufen und hat Weihnachtsgeschenke gestohlen? Vielleicht, weil man mit Geschenken ein Stück seines Herzens an jemanden verschenkt. Also so betrachtet, jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Ein fröhliches Halloween! Ein schönes Geschenk. Was? Das hier? Aber es hat keine Schachtel, auch keine hübsche Schleife. Jack, es geht doch nicht um Schachteln oder Schleifen. Der Inhalt ist es, was zählt. Nein, Zora, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist der Akt des Gebens, jemanden aus tiefstem Herzen glücklich machen zu wollen. Richtig. Natürlich. Danke, Sally, du hast völlig recht. Wartet, was ist mit mir los? Ich fühle mich so komisch, so aus dem Nichts glücklich. Das muss Sallys Geschenk an dich sein. Wirklich? Dieses wunderbare Gefühl? Ach, Sally, du hast mir das schönste Geschenk der Welt gemacht. Und ich habe nichts für dich. Was möchtest du haben? Sag's einfach, egal was es ist. Das schönste Geschenk, das ich mir von dir wünschen kann, Jack, ist, mit dir zusammen zu sein. Aber darum musst du mich nicht bitten, Sally. Oh! Ich hab ihr vielleicht noch nie ein richtiges Geschenk gemacht. Ron! Ach, ich wette, Kairi mag einfach alles, was du ihr schenkst. Naja, das macht die Entscheidung auch so schwer. Ach was, das hat es bloß nur von Herzen kommen. Von Herzen. Kairi ist ja genau wie Sally. Ach ja? Solange sie bei dir sein kann, was braucht sie da sonst noch? Das war Halloween Town. Ja. Sehr gut.
Dann können wir in dieser Session tatsächlich noch anfangen mit Agrabah. Ich glaube, Agrabah ist jetzt auch momentan die letzte Welt. Außer vom geweihten Land und Trons Welt, die noch übrig ist. Kann das sein? Weil hier haben wir ja alle Welten durch. Ja gut, die Welt ist ja klar. Da kommen ja noch die ganzen Arena-Kämpfe dazu. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal nach Agrabah, liebe Leute. Und werden uns weiter der Story widmen. Idiot. Was für ein Trottel. Was kaputt heißt es zahlen. Oh, hallo, meine Freunde. Sieh an, sieht ja beinahe aus wie in einer Räuberhöhle. Ich muss doch bitten. Ich bin ein ehrlicher Trödler. Was ihr hier seht, ist nur der Lohn für meine harte Arbeit. Kann sich wirklich sehen lassen. Und steht alles zum Verkauf. Interessiert? Nein, danke. Sagt, habt ihr vielleicht einen Kerl in einer schwarzen Kutte gesehen? Jemanden von Organisation 13? Wer? Ich? Ganz sicher nicht. Na gut, dann werden wir woanders fragen. Zoa, lass ihn nicht entkommen! Was ist denn los? Ich glaub's nicht. Dieser dumme Händler hat Jafar aus der Lampe gelassen. Jafar? Gib mir die Wunderlampe, Aladdin. Und jetzt, ihr Ratten, gehört euch wohl. Vernichtet diese Bengel. Ihr passt besser gut auf euch auf. Wieso? Ich bin mir sicher, Jafar will Agrabah wieder übernehmen. Aber ich weiß auch, dass er Rache an uns nehmen will. Ich schätze, er wird noch mächtig böse sein wegen der ganzen Sache mit der Lampe. Jago war dabei, als Jafar freigekommen ist. Also los, Jago, raus mit der Sprache. Hey, ich hab schon alles gesagt, was ich weiß. Das ist deine erste und letzte Chance, Jago. Wenn ich später herausfinde, dass du gelogen und etwas vor uns verborgen hast, dann war's das. Dann spreche ich nie wieder ein Wort mit dir. Ich halte das nicht aus. Ich weiß, wo Jafar ist. Wo? Ich meine also, ich... ich sollte vielleicht doch nicht. Jago? Er ist in den Ruinen im Sand. Wir müssen ihm zuvorkommen. Du zeigst uns den Weg. Aladdin ist im Team. Also im Team, ne? Nicht das, was ihr jetzt vielleicht dachtet. So, jetzt heißt es erstmal Speichertime. Wir nehmen übrigens eine Dreiviertelstunde schon auf. Das heißt, eine halbe Stunde haben wir noch. Das heißt, wir können tatsächlich in dieser Hälfte zwei Welten eventuell schaffen.